Doris Wiedemann unterwegs auf den Straßen im Osten von München. Die Journalistin wagte vergangenes Jahr ein Abenteuer und fuhr mit einem Motorrad von der Hitze Floridas in die Kälte Alaskas. 3 Monate war sie unterwegs. Ein Abenteuer, denn bei minus 30 Grad ist nicht nur die Maschine, sondern auch der Fahrer extremen Bedingungen ausgesetzt. Wir hatten also beheizte Socken, beheizte Hose, beheizte Jacke, beheizte Handschuhe und ein beheiztes Visier am Helm dort. Wir haben aber nicht alles immer laufen gehabt, sondern einfach, wenn man den ganzen Tag fährt, dass man sich zwischendurch mal wieder durchwärmen kann, mal die Socken, mal die Jacke angemacht. Nur die Heizgriffe, die beheizten Handschuhe und das Visier, das ist immer gelaufen. Auf der 16.000 Kilometer langen Reise filmte Doris nicht nur, sondern fotografierte selbstverständlich auch. Sie nutzte Geotagging, also die Verbindung von GPS-Daten mit digitalen Bildern, um den Aufnahmeort später exakt wiederzufinden. Alle Fotos stellte Doris dann ins Internet auf verschiedene Plattformen. Auch die Familie und Freunde konnten auf der eigenen Homepage von Doris und auf der Internetplattform Panoramio genau verfolgen, wo Doris sich befindet und wie es dort aussieht. In Zukunft kann sie alle getaggten Fotos leicht wiederfinden. Es gibt halt einfach ein paar Fotos, wo man nicht anhand von der Landschaft erkennen kann, wo man eigentlich das Foto gerade aufgenommen hat. Also jetzt gerade bei meiner Alaska-Reise, da habe ich Fotos gemacht von meinem Motorrad im Schnee und der Schnee ist einfach überall weiß, gell? Und dadurch finde ich das ganz gut, dass ich da eben mit GPS-Daten dann sagen kann, okay, das Foto ist da und da gemacht worden. Die Motorradabenteurerin hat schon fast alle Winkel dieser Erde bereist. Als Alleinreisende hat sie unter anderem schon Ägypten, Afrika, die Taiga und China gesehen. Erst seit der Alaska-Tour nutzt sie GPS zur Positionsbestimmung der Fotos. Ich habe einen kleinen Datenlogger dabei, das ist hier dieser kleine Holux. Der zeichnet meine Tour auf untertags und abends gleiche ich dann die Fotos mit der Tour ab und dann schreibt der Computer die GPS-Daten in die EXIF-Datei von meinen Bildern rein. Nachdem ich mich aber ungern nur auf ein System verlasse, habe ich noch ein zweites System. Ich habe hier noch so einen Yobo-Datenlogger mit dabei, den ich auf die Kamera drauf montiert habe und der nur dann aufzeichnet, wenn ich tatsächlich auf den Auslöser drücke. Bei den vielen Reisen ist Doris Wiedemann der Kontakt und die Begegnung mit den Menschen aus aller Welt besonders wichtig. Das Internet hilft ihr, den Kontakt mit den Freunden weltweit aufrecht zu erhalten. Durch Internet ist es leichter, mit den Menschen dann Kontakt zu halten. Zumindest diejenigen, mit denen ich dann irgendwie eine gemeinsame Sprache habe. Beziehungsweise es gibt auch Leute, die dann das Internet so nutzen können, dass sie eben zum Beispiel Übersetzungsprogramme nutzen. Ich habe also einen Freund in Russland, der spricht kein Englisch und ich spreche kein Russisch. Also zumindest nicht gut genug, um E-Mails zu schreiben. Und wir benutzen Übersetzungsprogramme und haben immer noch, also mal mehr, mal weniger regen E-Mail-Verkehr. Die nächste Reise ist schon in Planung. Wohin es geht, verrät Doris Wiedemann uns aber nicht. Denn es ist ein Traum von ihr und Träume soll man ja bekanntlich nicht verraten, bevor sie in Erfüllung gehen.